Auto zu haben. Damals zu der Zeit mit der Startnummer 15 haben wir hier am Start Christian Piot und Ulrike Schröder aus Hamburg mit dem Porsche, aber nicht 911, sondern der Vorreiter der Elber-Serie mit einem 356er Motor noch versehen, ein Vierzylinder Boxermotor. Darum hat man den 912 genannt damals. Ein Fahrzeug, das eigentlich gar nicht mehr so viel bewegt werden müsste, weil sie steigen im Wert ins Unermessliche. Man kann sich nicht vorstellen, was diese Autos heute kosten, wenn man sowas kaufen will. Ungefähr 150.000 Euro. Yes, ladies and gentlemen, this is something really special. This is ein Bentley 8. Der Open Tourer, ein wirklich sensationell tolles Auto, was wir hier sehen, gefahren von Klaus Heinrich und Heike Rabe aus Mittelnkirchen. Dieses Fahrzeug 7,8 Liter Hubraum, 220. Ja, es gibt inzwischen selbstmischendes Öl. Da guckt man, wie viel brauche ich, wie viel muss ich tanken. Gebe ich dementsprechend Öl rein in den Tank und tank dann voll und dann ist es gut. Hoffentlich nie verrechnen mit der Mischung. Kein zweites Fahrzeug. Ja, das ist unser Tourbus. Das ist natürlich eine tolle Sache, mit so einem historischen Fahrzeug rumgefahren zu werden zu all den Punkten. So, der nächste Kontrollpunkt wird angefahren. Wo geht's jetzt hin? Ja, super, Egon. Wir fahren jetzt nach Hollenstedt. In Hollenstedt ist ein Zuschauerpunkt, der ist im Gewerbegebiet. Das ist bei einem großen Lackierbetrieb, das auch ein Sponsor von ist, das ist die Lackiererei Pankel. Ja. Und das ist im Landkreis Harburg, das heißt, wir verlassen den Landkreis Stade. Ja, und freuen uns und sind gespannt. Mal gucken, was da an Zuschauern ist. Und ja, und dann gucken wir halt einfach mal, welche Fahrzeuge der Rallye wir dort erwischen. Wir sind ja bemüht, dass wir immer mal ein paar andere kriegen, aber du hast selber schon gemerkt, mitunter überschneidet sich das. Aber das ist halt nicht anders zu machen. Genau. Und die treue Seele Heinz führt uns sicher zum nächsten Punkt. Ne, Heinz? Ich versuche das immer. Ja. Das ist gut. Super. Also hast du schön gesagt. Ich weiß nur etwas, dass man praktisch gerade mal eine Hand zwischen Kotflügel und Reifen zwischenkriegt. Das sagt mir, alter Schwede, absolut Limit, Federweg, da ist nicht viel. Ne? Nicht unbedingt so viel, nee. Nicht so viel. Und ihr nickt schön mit den Köpfen, wenn ihr fahrt. Also über Bodenrennen muss man schon vorsichtig drüber fahren. Ja, genau, so ist es. Aber wunderschön. Alles hat seine Berechtigung. Hier einmal die getunte Version. Street Version, very hard, strong, but very nice. Thank you, danke. Ja, erinnert mich an James Last, prominenten Fußball in Bremen im Hansa-Stadion. Die beste Spielgefahrer gegen James Last. Band und ich hatte von oben ein Auto gesponsert, kam noch mit vernünftigen Wagen hin. Und ich musste schon gleich kurz in der Hamburg wieder tanken, weil der leuchtete auf. Das war aber die Ausführung Diplomat. Der hatte den V8-Motor drin. Der Schlucke, ja, man ist auch schnell gefahren. Über Bleifuß, volle Lotte, volles Rohr. Aber ihr fahrt vernünftig mit dem Auto. Natürlich, ja. Cruisen, dahin gleiten langsam, bisschen die Natur genießen, Tochter ein paar Blumen pflücken zwischendurch. Alles Gute. Super. Was kannst du denn dazu sagen, ja? Eine richtige heiße Rennkiste. Wenn du mal reinschaust, dann siehst du hier alles getrimmt auf Rallyes. Supersport, British Leyland ist natürlich klar. Das Auto ist natürlich auch entsprechend vorbereitet, ein bisschen hart und komfortabel, aber liegt auf der Straße satt, ne? Hab ich gedacht? Ja, ich kenne mich ein bisschen aus. Ich sehe, wie ihr gefahren seid und wenn die Köpfe so nicken, dann heißt das, das ist absolut Limit in der Dämpfung, ja. Aber trotzdem, viel Spaß. Scheiß Wirtschaftswunderzeit. Ich war Lehrling, habe ich ihm schon erzählt, vorhin heute Morgen. Ich war Lehrling bei Franz Rentsch in Kiel, Motorrad, Zweirad, Instandsetzung und so weiter, habe ich gelernt. Und wenn Leerlauf in der Werkstatt war, Egon, hier Schwamm und hier den Eimer, wasch mal mein Opel-Rekord. Ne? So, und dann Egon, der Schmiernippel, ich kam ja gar nicht aufs Dach rauf, musste mit so einem Stuhl in den Ohr waschen. Der hat ja so gemeckert, wenn er irgendwo eine Spur gesehen hat, die ich vergessen habe. Ja, aber ein wunderschönes Auto, sehr selten geworden. Müsst ihr unbedingt pflegen und erhalten. Das ist
deutsches Kulturgut. Oder nicht? Viel Spaß. Da hat man einfach Wert drauf gelegt. Das Auto ist ja im Farmerbereich unterwegs gewesen. Das haben sich viele Bauern, die dann auch ein bisschen über hatten nach der Ernte, haben sich dann so ein Auto gekauft, damit das auch ein bisschen mit dem Hut, mit dem Holz, ein bisschen ländlich aussieht, aber trotzdem ein schickes Auto. Ja, Rechtssteuerung, gibt es Probleme beim Überholen, LKWs und so weiter? Nö, ne? Der Navigator guckt, ne? Der hat die Augen und dann überholt und dann sagt der Navigator, kannst du überholen, Vater? Gib mir mehr. Ja, tolles Pärchen. Ich freue mich immer, wenn so ein Team aus Mann und Frau besteht. Die verstehen sich dann auch entsprechend gut und das ist wunderbar. Die entsprechende Bereifung, das Auto so gekauft oder selber hergerichtet? Selber hergerichtet. Und wie ist das mit Ersatzteilbeschaffung? Eigentlich kein Problem. Es gibt mehrere Händler in Deutschland, die das noch ersatzteilmäßig vertreiben. So. Sagt dir der Name Hartwig Hensel etwas? Aus Kiel oder Rumor in der Nähe von Kiel, der tunt solche Dinge und fährt auch Rennen. Und dass er, deshalb weiß ich genau, wie das alles von innen aussieht und so weiter. Schöner luftgekühlter Motor, sehr aufgeräumt und man kann viel selber machen. Oh, das kann man. Das ist überschaubar. Keine Elektronik, sowas. Daher geht das nicht. Ja, genau. Und wahrscheinlich auch wieder die richtigen Weber-Doppelvergaser hinten drauf, dass er richtig durchatmet, der Kollege in der Kamera. Ja, ja, habe ich schon gesehen. Auge steht hinten hoch, damit er richtig Luft kriegt. Das ist ein Aquakunstbrunnen. Ja, ist natürlich die zivile Auswahlversion. Das ist, glaube ich, so gewesen, ne? Oder habt ihr das selber alles gemacht? Das ist so äußerlich aus, also technisch habe ich das gemacht. Und heute ist er schon dreimal ausgegangen. Er ist dreimal ausgegangen? Ach ja, genau. Vielleicht mal die Rinderdüsen ein bisschen sauber machen. Das sind ja, diese Vergaser waren ja sehr empfindlich. Ein Vergaser auf vier Zylinder, die langen Ansaugrohre und alles. Wenn der Botschafter auf Cuxhaven. Ja, das ist immer unglaublich, wenn so hübsche Mädels auch noch so hübsches Auto fahren. Nebenbei gesagt hatte ich den in Metallic Blau. Genau das weiß ich. SC 204 PS. Oh, das ist von Carrera, eine Nummer weiter. Das Vormodell hatte ich, aber ein wunderschöner Original Turbo Felgen. Das konnte man als Zubehör buchen, wenn man das Auto neu kauft. Heute in die Normalbereifung und dann mit der Turbo bereifung. Ich gehe jetzt mal ganz schnell auf die andere Seite rüber hier. Und ich denke mal, ich frage einfach mal nach, wie es noch zu dem Auto rüber. Also Berlin, jetzt wollen wir es haben! Genau, wir wünschen Spaß, tolle Fahrt, tolles Team, zwei wirklich hübsche Bilder. Jetzt haben wir natürlich etwas aus der Großserie hier, wunderbar. Ich gehe mal ganz schnell rüber, weil ich kann die Namen nicht lesen von hier und das macht natürlich unser Schnacker. Ja, Start Nummer 58, Eckert, die Buren Ulrich, das ist identisch mit dem Fahrer, der ist im gleichen Jahr geboren. Was machen wir denn jetzt? Nein. Der Fahrer ist genauso alt wie das Auto. Was haben wir denn dazu? Da gehe ich einfach mal rum. Da gehe ich mal auf die gleiche Seite und frage mal einfach, genauso alt wie Sie das Auto? Ja, das stimmt. 54 Jahre war das. 54 Jahre ist ja das Auto, wie auch meine Karte. Also ich will jetzt nicht schneiden, aber ich hätte Sie auf 53,5 geschätzt. Ich will das nicht, weil dazu das ja. Nee, also diese Kollegen, die können richtig Spaß ab, weil die sind jetzt auf dem Weg, Lebensfreude zu zeigen und auch zu genießen. Das ist das Wichtige. Und ihr glaubt es nicht, aber so ein Auto habe ich auch mal gehabt. Leider als Unfallwagen gekauft, schön zurechtgemacht in Metallic Rot. Ja, ich hatte Metallic Rot. Aber den gab es auch in Serie als Metallic Rot. Und ein wunderschönes Auto, leider zu früh davon getrennt, weil ich fing am Rennen zu fahren und da musste man ja immer einen Hänger schleppen und das war natürlich doof, einen Anhänger da rumzufahren. Aber auf jeden Fall wünschen wir viel, viel Spaß mit der Rallye und mit diesem Auto. Das ist ein wunderschönes Auto und steigt natürlich gigantisch im Wert. Ja, das ist etwas die getunte Version, natürlich richtig fest tiefer gelegt und natürlich auch ein vernünftiges Fahrwerk drin. Das sehe ich so schon, wenn die Räder so dicht an den Kotflügeln sind, dann ist da nicht viel Federweg, ne? Das ist ganz schön hart hier dran, ja. Gib doch mein geschultes Auge sofort, was da los ist. Aber was war die Idee? Wie seid ihr zu dem Auto gekommen? Das ist ganz wichtig. So gekauft. Ach, so gekauft, ja. Dann okay, dann habt ihr nicht viel Umbauarbeiten gehabt. Wie ist der motorisiert?
Ist man nicht unbedingt untermotorisiert, aber mit großen Kollegen würde ich mich nicht anlegen. Trotzdem wünsche ich mir viel Spaß. Ist ein tolles Auto, muss man einfach mal auch mal gesehen haben. Ja, Opel wollte mich damals als Werbeträger, weil Opel hatte so ein Hosenträger-Image. Und ich wurde gerade Weltmeister und da hat die Opel, das Opel-Unternehmen gesagt, Mensch, wir brauchen einen jungen Fahrer, einen dynamischen Rennfahrer, der unser Auto fährt. Dann bin ich zu einem prominenten Fußballspiel nach Bremen gefahren mit James Last damals. Die James-Last-Truppe gegen die besten Spielrennfahrer Deutschlands. Und wir haben leider gewonnen, aber ich hatte dieses Auto mit und ja, ich musste, jede zweite, dritte Tankstelle war meins, weil das hatte so einen ganz großen V8-Motor ja, drin, der Fall. Der ist auch mit dem V8. Ist doch nicht, das ist der 6-Zylinder, ne? Ja, genau. Also ich hatte den mit dem V8 und der schluckt den V8. Ich sehe Heinz jetzt gar nicht hier, sonst hätte ich gedacht, Heinz, da ist er ja. Heinz, echter Motocross-Fahrer, früher jahrelang unheimlich schnell unterwegs gewesen. Vielen herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mit dem 3 gleich 6 diese Moderationstruppe von Punkt zu fahren. Das ist eine tolle Geschichte. Aber der ist immer noch richtig flott unterwegs. Und manchmal denke ich, na, da bremst er ein bisschen spät. Aber es geht. Wir kommen gut um die Kurve. Ja, macht Spaß. Ja. Und ich will euch allen nach Hause haben, die da. Ja, nach Möglichkeit. Und das Auto vor allen Dingen, ne? Ja. Das Auto ist ja teuer wie alles andere, ne? Ja, ist so. Ja, genau. Vernünftigen Hüte auf, wie man das sehen hat und so weiter, damit die letzten Haare nicht wegfliegen beim Wind. Ja, nee, aber das sind alles lustige Kerle. Und vor allen Dingen, man hat unheimlich Spaß mit denen, weil die haben eigentlich ihr Leben gemeistert, die Jungs, und wollen jetzt den Rest noch mit Spaß verbringen, nach Möglichkeit. So soll es sein. Dann wünschen wir gute Fahrt. Racing Grün, Startnummer 47. Jetzt kommt etwas, meine Damen und Herren. Diesen Motor habe ich in meiner Küche auf dem Küchentisch gehabt und zerlegt. Meine Damen und Herren, das ist ein Ur-911er. Der fährt hier mit einem Reihenhaus durch die Gegend. Man darf nie sagen, was solche Autos kosten. Aber Porsche hat ja angezogen ohne Ende. Ne? Deshalb fahren die meisten nicht mehr. Meiner steht auch in der Garage. Der ist erst 20 Jahre alt. Aber ja, mein letzten 911 Turbo, der letzte Luftgekühlte mit 5 Gang schon. Turbo habe ich verkauft für 60.000 vor 1998. Ich gedacht, D-Mark auch noch. Auch noch D-Mark. Du weißt, wo der jetzt steht? Fast eine 500.000. So kann man auch Geld verbrennen. Ne? Ja, wir haben natürlich ganz klar wunderschön auch diese hochglanzpolierten Porsche-Felgen. Wahnsinn. Alleine diese Felgen, ich sage euch, meine Hausnummer. Alleine für den Radsatz kriegen Sie einen guten gebrauchten Golf. Sorry, die, ne? So ist es. So, dann wünschen wir noch gute Fahrt. Ja, so schnell kommt ihr nicht weg, weil wir den Minuten hier, wenn jetzt mal jemand der Lange ist, dann ziehen wir, dann saugen wir alles raus. Das Auto ist aber absolut im Original gelassen, mit den Einbruchstempeln, alles so, wie das damals ausgeliefert wurde. Ne? Aber jetzt gibt es Probleme, wenn es anfängt zu retten. Ne? Da gibt es natürlich ein bisschen Wasserprobleme. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild, weil wir kennen das ja auf dem Fahrrad, da geht das Wasser so 20 cm hoch. Und hier auch genau, wenn die Kinder so 3 Meter hoch sind, wenn man drehen, dann kommt man dann raus. Das Problem ist nur, wenn eine Kurve kommt, dann ist es so. Das ist schon gesehen. Genau, wir wünschen eine gute Fahrt. Wir sehen uns ja noch heute Abend. Wird ein lustiger Tag heute. Abzufahren und Heinz sattelt die Hühner. Heinz, lass den DKW. Heinz, lass den DKW warm laufen, da springen wir gleich rein und dann geht's los. Aber vorher wollen wir noch ganz schnell hier mal die beiden Jungs vorstellen mit dem Golf 1. Das ist natürlich ein Auto absolut im Originalzustand belassen und das ist das Wunderbare. Die meisten, die man sieht, sind einfach verbastelt. Da ist zu viel gemacht mit GoPro hier und da auch immer reinkommt. Alles im Original. Aber die hat der Wanne so, wie man den gekauft hat, oder muss man das machen? Das kauft es jetzt im Originalzustand. Herzlichen Glückwunsch, kann man sagen. Und gute Fahrt, wir sehen uns auf einer der nächsten Fälle. Baujahr wollten wir noch mal wissen. 80, genau, okay. Danke. Super. So, mein lieber Schnacker, das hat Spaß gemacht mit dir. Wir haben uns wirklich gut verstanden. Du hast einen guten Job gemacht, aber schön seriös vorgelegt. Und ich habe mir ein bisschen abgenommen. Guck mal, hier, Egon, guck mal.
Ja, vielen Dank, Egon. Wir werden es weitermachen. Ja, wir sind jetzt mit den 3 gleich 6 unterwegs zum nächsten Punkt, wo wir also die nächste Gruppe wieder begrüßen können. Und ja, es ist einfach auch interessant, mal mit so einem Oldtimer-Transporter in der Gegend rumzufahren. Aber wie gesagt, ich freue mich, hier Gast sein zu dürfen und als Moderator auch ein wenig zu erzählen. Das ja, wunderschöne Haus Mohr. Der Volker Mohr ist mir so ein bisschen ans Herz gewachsen, nachdem ich ihn kennengelernt habe und auch immer gemerkt hat, dass der wirklich ein riesen Herz hat, auch für die alten Fahrzeuge. Das ist wunderbar und wir haben fast einen Tag verbracht zusammen. Ich bin durch sämtliche Abteilungen, habe mal geguckt, was ich alles hätte gebrauchen können, aber es ist Wahnsinn, das Angebot in diesem Haus. Das ist tierisch. Also, und das Wunderbare an der ganzen Geschichte ist, er unterstützt uns auch richtig tatkräftig, denn so eine Veranstaltung durchzuziehen, das ist nicht ganz ohne. Da sind viele, viele Leute, die richtig hammerhart arbeiten. Und ja, ich habe natürlich so meine Schwierigkeiten, wenn ich moderiere und auf unsere Königin schaue, und dann ist das immer das Problem, weil die so wunderschöne Augen hat, die ist so hübsch. Ja, und da darf ich nicht so oft hinschauen, konzentriere mich mehr auf die Fahrzeuge, die gleich kommen. Ja, und ihr könnt mich ruhig fotografieren, weil ich habe mich noch extra schnell gegen Aqua Pocket impfen lassen, letzte Woche. Weil ich weiß immer, wenn ich Veranstaltungen mache, dann sind viele Handys immer da mit den ganzen Selfies und so. Und ich wundere mich dann immer, dass ich auf Facebook, Instagram und Twitter sehe. Und dann gehen die so dicht dran, dass man die Nasenhaare sehen kann. Also es ist manchmal schon, also, da muss man ehrlich sagen, Wahnsinn. Ja, und wir haben einen wunderschönen Tourfahrer hier, der uns hier begleitet mit seinem DKW 3x6. Das ist ja auch so eine Geschichte, ich betrachte das einfach mal so, weil man muss ja mal herzlichen Dank sagen, mein Lieber, dass du uns hier so überall in der Gegend rumkutschierst mit deinem wunderschönen Lieferwagen, aber den fährst du nicht jeden Tag. Nur zum Sport immer. Nur mal zum Sport. Ja, aber wie kommt man überhaupt zu dem Fahrzeug? Das ist dieses, ja, Ocker, Gelb, Beige. Originalfarbe. Wie heißt die Farbe? Oh Gott, nicht so schweres Fragen. Nicht so schweres Fragen. Ich frage dich, was leichteres. Du weißt, dass er 3 Zylinder hat. Ja. Aber in der Beschleunigungsphase laufen nur 2 Zylinder mit. Einer hinkt, weil der nicht richtig spielt. Hallo Klaus. Hallo Egon. Jürgen, kommst du bitte eben? Marina, jetzt auch. Das macht ihr gleich. Das gab es viele. Aber das ist natürlich ein Fahrzeug, wo man jetzt mal, wenn man hinschaut, genau sehen kann, das alles gemacht. Ich sehe hier keine irgendwie abgeklebte Leistung, irgendwas. Das ist komplett zerlegt gewesen, das Auto, ne? Ja, komplett zerlegt und beim Scheunenfund. 30 Jahre in der Scheune gestanden. In der Scheune passiert nicht sehr viel, man hat nicht viel Salz und so. Da kann man auch vom Blech her, war da gut? Aus erster Hand, ja. Aus erster Hand? Ja, von der alten Dame gefahren, Kurzwelle gemacht neu und hinten rechts Eckblech, das Licht. Und das sieht auch so aus, als wenn das die Originalpolsterung war, ist? Ja, das Originalpolsterung war alles. Wasser und Seife. Mensch, so schöne Autos, die es hier zu sehen gibt. Wunderbar. Ja. Aber wie gesagt, dieses Auto ist euch ja nicht unbedingt zugelaufen. Das habt ihr gesagt. Das haben wir gefunden. Gefunden? Wie findet man sowas? Internet, sonst wo. Haferflocken. Elmshorn. Erklärt einiges. Wunderschöner Zustand, das Fahrzeug. Ganz toll hergerichtet und werden auch immer seltener, muss man ehrlich sagen, werden immer seltener. So, man muss doch immer mal Nils genau hinhören, nicht? Köln, ich habe nur Köln gehört. Köln aus, bei Elmshorn. Ja, genau. Ne? So, jetzt Nummer 52, Wolfgang und Maren Altmann aus Heidenau mit einem Mercedes 170 SB. Ja, der 170er, das war ja so, wie ich kleines Kind war, da bin ich immer gerne zu Schrottplätzen hingegangen und habe mich in diesen Autos rumgelümmelt. Und da waren fast jeder dritte, vierte war so einer. Und da habe ich immer so gedacht, oh, so schön. Und dann, es roch immer so, alte Autos haben ja so einen ganz besonderen Geruch. Und jetzt nehme ich meine Mütze voll. Ja, der Teppich und alles. Riecht genauso wie früher. Aber es hat was Besonderes. Ja, und toll, wenn man immer hört, das ist ein Ehepaar, was da in dem Auto drin sitzt. Das sagt mir immer, das ist ein Team. Da passt das hier im Spaß-Faktor und zu Hause muss es dann ja auch hinhauen. Ja, na klar, natürlich.
Ich brauche immer jemanden, wo ich hinfahre, der mir sagt, wo ich hin muss. Ne? Wie es so ist im Leben, ne? Immer jemand. Ja, wunderschön. Da kann man nur viel Spaß weiterhin wünschen mit diesem tollen Auto. Und ich kann nur jedem sagen, meine Damen und Herren, wenn Sie vielleicht sich mit den Gedanken tragen, ein altes Auto zuzulegen, machen Sie es. Es ist kein Fehler, weil man verliert an diesen Autos nichts. Man muss ordentlich umgehen und auch ein bisschen handwerklich ein bisschen begabt sein. Aber es ist viel Arbeit. Es ist Arbeit. Also es ist aber, nein, der steht nicht immer so, aber es ist ein wunderbares Hobby und wir wünschen viel, viel Spaß. Lenkradschaltung gibt es heute gar nicht mehr. Lenkrad am Lenkrad. Ratsch, 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 ratsch. So, Nummer 53, Stefan Krieger und Dirk Osnabrücker aus Hamburg in einem Triumph TR6. Ja, und das ist auch etwas Besonderes. Gab es nicht viele Linkslenker, also die meisten waren ja original englische Rechtslenker. Da braucht man nicht so einen langen Hals machen, wenn man auf der richtigen Seite sitzt. Aber was mich interessiert, man sieht die immer seltener. Früher gab es mal ein paar mehr zu sehen. Jetzt fangen die an, die Autos zu horten und wegzustellen, damit sie wertvoller werden. Aber ihr fahrt damit, ne? Wir fahren damit und machen noch schärfer. Da ist scharf noch ein Wille drin, der hat drei Weber, der Wolfgaser drin. Gib mal einmal Gas. Wow, da hört man da die Ansauggeräusche der Doppelvergaser. Ja, warum auch nicht? Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Aber da kann man einfach nur gute Fahrt wünschen und viel, viel Spaß noch mit dem Auto. Tolle Truppe. Boah, hör mal, Rennnockenwelle. Und jetzt Stefan und Inja Kosma Bölken aus Schiffdorf in ihrem Mercedes-Benz 280S. Ich mache nicht nochmal den Fehler, dass ich reinschaue und nach den Haaren, die ich von hinten sehe, denke, dass es eine Frau ist, aber das ist jetzt eine richtige Frau mit einem schönen langen Schwerdeschwanz. Ja, wunderschönes Auto. Da musste man mal ehrlich sagen, so ein Auto habe ich auch mal gehabt. Und ich war sowas von stolz, auch mit den amerikanischen Doppelscheinwerfern. Und dann fuhr mir so ein Idiot da an die Seite rein und das Auto war Schrott. Das möchte ich Ihnen nicht wünschen. Nee, das brauche ich nicht. Das können Sie nicht gebrauchen. So viel Arbeit und Kraft drin, das gehen wir nicht wieder her hier. Haben Sie viel selber gemacht? Nee, eigentlich gar nicht. Nur mitgeholfen. Aber eigentlich ist das Auto zu uns gekommen. Der den restauriert hat, der schraubt gerne, fährt aber nicht gerne. Bei uns ist es umgekehrt. Wir fahren gerne, können aber nicht schrauben. Und da haben wir den Wagen übernommen. Das ist auch nicht. Also, toller Vortrag jetzt, ne? Da hat er gut gesagt, ne? Da können wir Ihnen nur viel Spaß weiterhin wünschen. Ist das Frau, Freundin, Tochter? Tochter, würde ich mal gerade sagen. Er sieht ja selber noch sehr wie geleckt aus. Und so habe ich gedacht, da hat sich auch so eine hübsche Freundin gesucht. Für eine jung gut aussehende, aber es war die Tochter. Aber trotzdem, tolles Paar. Viel Spaß. So. Nummer 50. Andreas und Birgit Ruminski aus Kakerbeck in einem Opel Olympia Rekord P2. Und da geht es los. Mit der Nummer 41 Jürgen Kleinsang und Jürgen Stemmern aus Klein-Meckelsen in einem Porsche 911 Cabrio. So. Und Detlef Arndt, das sind beides Nachbarn von mir. Jürgen ist der Beifahrer ausgefallen, da hat er sich meinen Nachbarn geholt. Jürgen wohnt jetzt allerdings in Sittensen. Klaus, was du für Leute kennst, das macht mich ja richtig neidisch. Aber Porsche, meine Damen und Herren, das ist natürlich hier etwas. Ich will jetzt, das hassen ja die Besitzer von Oldtimern, dass man irgendwelche Preise nennt, deshalb sage ich es nicht. Aber wenn man mit einem Rhein-End aus in der Gegend rumfährt, ist es schon was Besonderes. Das ist natürlich etwas ganz, ganz Tolles, dieses Auto. Ich habe selber auch, bin Porsche-Liebhaber, fahre meinen 18. jetzt im Moment. Aber ich habe nie ein Cabrio gehabt. Weil ich einmal einen Unfall gesehen habe auf der Autobahn, wo jemand mit dem Capri verunglückt war. Die waren beide tot und das wünsche ich euch natürlich nie. Aber es ist etwas ganz Besonderes, mit einem Porsche offen zu fahren. Ja, geht mir auch so. Ich bin auch nur eingekauft wie du. Ich bin hier heute Beifahrer netterweise. Ne? Meine erste Fahrt mit dem Porsche, ganz stark. Ich habe jetzt 3 Kilometer das erste Mal hinter mir jetzt. Ganz toll, kann ich nur empfehlen. Dann wünsche ich mir auch nur. Wer ist denn der Besitzer des Fahrzeugs? Der lässt sich fahren jetzt. Achso, macht den Beifahrer. Er macht jetzt hier praktisch das Notebook für, ne? Okay. Ja, dann wünschen wir euch viel Spaß. Solide Technik, deutsche Rennerfahrung steckt in diesen Serienprodukten drin. Leistung ohne Ende mehr, wie man braucht. Tolles Fahrzeug, toller Fahrer auch. Sehr charmant. Charmant der Bar. Okay.
wahnsinnig. Ich bin ja auf vielen Oldtimer-Veranstaltungen, aber das, so eine Vielzahl verschiedener schöner Fahrzeuge. Nils, genau, da sitzt drin. Das sind Bernd Matschke und Gerd-Uwe Drescher aus Lübeck bzw. Jesteburg in einem Golf 1 GTI. Ja, der Beifahrer hat einen tollen Arsch und ich habe erst nur ihn von hinten gesehen und gesagt, das ist deine Frau. Aber wie gesagt, das war eine Modefrage. Aber wie gesagt, Jungs, die sind hier richtig flott unterwegs mit so einem Golf. Ist ein GTI, ne? GTI, ja. Original, alles verlassen? Original 79er Baujahr, alles original. Außer ein Fahrwerk, das ist so. Hast du ein bisschen steifer gemacht, dass er nicht so wappert in der Kurve, ne? So ist das richtig. Stellst du ihn dann mal schön an, dann trifft so in der Kurve? Wenn es erforderlich ist. Übertreiben tun sie auch noch alle so schön, aber wirklich tolles Auto. Viele, viele schöne Jahre noch mit und Spaß mit dem Auto. Wunderbar. Tolle Fahrt. Also ich finde das ja so lieb, wenn ihr applaudiert, wegen so Golf. Aber so. Ihr habt einfach Anstand, das ist das. Egon, hier muss ich erst mal ein bisschen nachfragen. Was sind ja. Frank Fischer und Sam Finnern aus Kiel in einem Volvo TP21, das kann offensichtlich nicht stimmen. Irgendwas nee, stimmt nicht. Weil die aus Stade, ein Stader Kennzeichen, da frage ich jetzt einfach mal ganz recht, wie kommt denn aus Kiel und Stader Kennzeichen? Ja, wir sind die Nachrücker hier für die Kiel aus, Jungs aus Kiel. Ach so, die Nachrücker. Ja, stellt euch bitte mal vor. Das ist natürlich auch ein Auto, nicht? Da musste man richtig, man hat mal, Wissenschaftler haben mal herausbekommen, im Stern darüber mal eine Geschichte gemacht, welche Autos, welche Einkommensklasse und so weiter sind. Und da sind sie darauf gekommen, dass wer so ein Auto hat, Minimum damals schon in den 70er, 80er Jahren 100.000 D-Mark rein Nettogewinn im Jahr über hat. So sehen Millionäre aus. Guckt sie euch an. Gebt ihr mal einen Applaus hier, Mensch. Coole Reise, wunderschön. Jetzt kommt natürlich etwas, wo mein Herz höher schlägt. Nils, Entschuldigung, aber stell mal die Jungs vor und dann sag ich euch mal was zu dem Auto. Ja, den Jungen und das Mädel, Michael und Ute Lau aus Buxtehude. Und die zeigen ja ein S800, meine Damen und Herren, als Cabrio in der Version. Wunderschönes Auto. Wir sind Kollegen, ich habe den S800 Coupé. Ja, und habe auch schöne Räder dran und alles. Das war ja so mit diesem Lochkreis, 130er Lochkreis, da kriegst du ja keine Felgen für. Ich habe alte BMW T-Lux BBS-Felgen genommen, zugeschweißt und Löcher neu gebohrt. Und dann bin ich zum TÜV-Fahrer gefahren, hat der TÜV gesagt, hey, was ist das denn? 15 Zoll, wie wollen wir das eintragen? Ich sage, scheuert nirgendwo an, alles gut. 195er Niederquerschnitt drauf, da kannst du um die Ecke feilen ohne Ende. Aber das Auto ist in einem sensationellen Zustand, möchte ich mal sagen. Der hat aber auch einen guten Lacker gesehen, ne? Ja, der ist gut lackiert, schon vor ganz langer Zeit ist der lackiert worden. Und ja, ist ein super Auto, ist ja unten drunter schon verzinkt, weißt ja. Und von daher ist er im super Zustand. Motor läuft gut, japanische Qualität halt. Ja. Und ich habe alles gemacht, ich habe den Motor zerlegt und alles an dem. Es passt ja kein herkömmlicher Anlass, nichts, gar nichts. Ich habe die Lichtmaschine zum Wickeln gebracht und der Mann ist entlassen worden und den haben sie seinen Schrank ausgeräumt und alles weggeschmissen, was drin war. Und ich musste jetzt eine Nissan-Lichtmaschine umschweißen, das Gehäuse und da reinwürgen und alles. Das ist nicht mehr original, aber es gibt keinen. Es gibt ganz schwer Ersatzteile dafür. Ich wünsche noch viele, viele Jahre Spaß mit diesem wunderschönen Auto. Sensationell. Zu 11.500 Umdrehungen. 11.500 Umdrehungen. Ist das erste Mal, hör mal, wie ein Elektromotor. Wow, jetzt kommt aber richtig ein Dampfhammer. Genau, Ulrich Klintwort und Tobias Güldenpfennig aus Helmste in einem Pontiac Chieftain 4 DR. Und damit, meine Damen und Herren, kann ich Ihnen ehrlich sagen, sind in der schwarzen Version damals die Gangster rumgefahren, El Capone und Co. Aber ihr seid friedliebende Menschen. Auf jeden Fall, sehr friedliebend. Sehr friedliebend. Ja, aber wie kommt man auf die Idee, so ein Auto sich zuzulegen? Braucht ja wahnsinnig viel Sprit, fährt langsam, beschleunigt. Nicht. Oh gut, Cruisen ist super, man kann schön gleichmäßig dahin gleiten. Aber was war die Idee? Wie kommt man zu so einem Auto? Also ich finde die Form der 50er Jahre, finde ich ganz super. Und nachdem ich dann diesen Wagen mal irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, mal gesehen habe, war für mich eigentlich klar, das muss er sein und das ist jetzt mein Ein und Alles und mein Hobby. Was sagt die Frau dazu? Die ist mit dabei eigentlich. Heute mal nicht, die renoviert zu Hause.
Er muss das auch machen, ne? Ja, genau. Wir wünschen den Jungs hier mal richtig viel Spaß. Und ja, und da hat sich die Hütte vollgeladen. Bis hinten alles voller Menschen und natürlich auch die jungen Leute. Der Opel-Rekord eben als Kabel, das ist eine Version, die bekommt man wirklich nicht alle Tage zu Gesicht. Wisst ihr nämlich warum? Weil das ein unglaublich seltenes Fahrzeug geworden ist. Wo hat man sowas aufgegabelt? Also der ist tatsächlich aus Familienbesitz. Das ist der Wagen von der Tante meines Vaters gewesen und ist heute in meiner Hand. Und die nächste Generation steht hinten bereit, die warten schon, dass ich ihn abgebe. Ah, die warten! Ah, die haben noch ein bisschen, ein paar Jahre Zeit. Aber ab und zu sitzen sie schon mal drin und drehen am Steuerrad, ne? Ja, ja, klar, die träumen ja von der großen weiten Welt, ne? Das ist noch üben, Orly, ne? Okay. Opel, jeder Puppel fährt ein Opel, fährt er den Graben, will ihn keiner haben. Aber Familienbesitz, gute Fahrt, tolles Auto. Echter Eintracht. Johannes Herwart und Heinz Vogt aus Tostedt in einem DAF 33 Standard. Ja, DAF, das war natürlich damals eine Zeit, wo es darum ging, Automatikautos auf den Markt zu bringen. Da wollte keiner was wissen. Ich will als vernünftiger Kerl einen Knüppel in die Hand haben und ich will. Ich werde ja hier versorgt. Das ist ja, er ist ja zu mir wie eine Mutter ohne Brust. Wunderbar. Wir hat schon gemerkt, ich fange an zu hecheln. Also Durst, Klaus, was ist? Egon, sonst wirst du ja gar nicht über die Strecke kommen. Der Frank, der macht das schon. Du musst ihm bloß Bescheid sagen, was du brauchst. Der Motorrad, genau. So, jetzt haben wir natürlich hier etwas aus der Nachkriegszeit. Wenn es den Leuten einfach immer besser ging, dann hat einfach Lloyd 600 nicht mehr gereicht. Einer, der richtig Kohle gemacht hat, schon mal damals. Klar. Genau. Markus und Claudia Krause aus Cuxhaven. Herzlich willkommen. Ja, wenn man von amerikanischen Sportwagen redet, dann kommt automatisch das Wort Mustang kommt. Ja, da frage ich mich jetzt einfach mal, was ist Ihnen der zugelaufen oder war es einfach der Wunsch, so ein Automat zu haben? Oder das interessiert mich immer. Wie kommt man zu so einem Auto? Einfach kaufen. Wenn es der Wunsch ist, kaufen. Ja, aber man muss natürlich auch irgendwie, ne, so ein bisschen Kleingeld in der Tasche haben. Aber die Frau arbeitet. Na, einer wenigstens, der ehrlich ist, gut. Aber wunderbar, du kannst dich glücklich schätzen, dass du eine Frau hast, die dein Hobby teilt und da auch ihren Spaß dran hat. Ne? So, die Schlange wird länger. Ja, gute Fahrt wollen wir noch wünschen, Nils. Das wollen wir einfach. Gute Spaß. 220, das hieß natürlich damals 2,2 Liter Hubraum. Wenn man noch damals mit 800 Kubik oder 700er BMW unterwegs war, da hat Mercedes schon 2,2 Liter Hubraum gehabt. Ja, wie kommt man zu so einem Auto? Ja, habe ich übernommen von Hamburger Kaufmann vor 6 Jahren. Er gestorben? Nein, der wollte, seine Frau wollte das Auto nicht nehmen. Die Frau, warum nicht? Keine Ahnung, wegen der Sicherheitsgurte. Der Sicherheitsgurte, ja. Auto wunderschön, auch mal die Ledersitze, alles neu gemacht. Alles neu gemacht worden, genau, ja, der Vorgänger aber. Vorgänger, Gott sei Dank, ne? Hat nicht ihr Geld gekostet, ne? Ja, so sind sie aber. Und man kann natürlich mit diesem Fahrzeug immer wieder Leute schocken, weil, aber es zeigt an keiner einen Vogel oder irgendwas. Die Leute gucken und sagen, oh toll, ja, klatschen und so weiter. Weiterhin viel, viel Spaß damit. Das ist natürlich, oh, jetzt müssen wir noch mal ein Bild haben. Oh. Das ist natürlich ein ganz besonderer Moment für Sie. Das ist etwas, wovon diese Liebhaber von diesen historischen Fahrzeugen immer träumen, dass es auch mal einen Applaus gibt. Weil wenn man ein teures Auto sich kauft, Ferrari, Lamborghini oder irgendwas, der kriegt man an der Ampel einen Finger gezeigt. Du Geldverschwender oder Luftverschmutzer und was. Wenn man einen Oldtimer fährt, dann kommen die Leute einfach und sagen, hallo, schön, dass sie uns diese Erinnerung bringen an unsere Jugend. Ist das nicht schön? Oh, dieses Auto, diese Rundung, heute ist das ja alles so steril. Und, naja. So, jetzt kommt etwas ganz Besonderes. Ja, das war natürlich der Jugendtraum schlechthin. Man hatte damals bei Opel gedacht, wir wollen einen Sportwagen machen. Auch Leute, die kein Geld oder wenig Geld haben, Studenten und so weiter, gab es den mit einem ganz kleinen Motor. Ganz sparsamer Motor, kostete wenig Versicherung, wenig Steuern, ist klar. Aber wie gesagt, damals so ein Auto mal gehabt? Nein, damals nicht, damals von geträumt. Damals von geträumt, heute den Traum erfüllt.
mit Berechtigung, gute Fahrt, wunderschönes Auto, absolut makellos. Ich muss mich sowieso wundern, ach, MG, ja klar. Nummer 26, jetzt. Peer Drechsel und Wolfgang Engel aus Neu-Wulmsdorf in ihrem MGB. MGB, ja, das ist natürlich etwas, wenn damals es hieß, ein Sportwagen, einen ausländischen oder englischen Sportwagen mit Cabrio, dann kam man an diesem Fahrzeug nicht vorbei. Wie lange schon im Besitz? Das ist Familienbesitz. Familienbesitz? Für den Erbe. Erbe? Voll gekauft. Da kommt wieder der Spruch zum Tragen, nicht nur über meine Leiche. Wenn irgendeiner fragt, könnten wir den kaufen, dann sagst du nur über meine Leiche. Genau. Ja, da muss ich die Erbgemeinschaft dann immer mit rumschlagen. Ja, wunderschönes Fahrzeug. Ist das so komplett restauriert oder ist der so in dem Zustand erhalten? Ist neu lackiert. Ist neu lackiert, genau. Ja, man hat natürlich auch darauf geachtet, dass alles im Originalzustand so belassen ist und so weiter. Nichts verfälscht, wunderschöne Speichenräder. Da wünsche ich nochmal viel Spaß heute. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen eins versprechen. Es ist ein richtiger Wolf im Schafspelz. Das Teil geht wie die Hölle. Also, wie der damals rauskam, war ich bei Renault und habe gesagt, Mensch, lass ihn mal fahren mit dem Teil. Mir wurde Angst und Bange. Das Ding geht unglaublich. Aber ich glaube, jetzt ist es nicht mehr so im Rennsport-Einsatz. Aber ich habe doch nicht übertrieben, ne? Nee, das stimmt. Das war damals das Konkurrenzmodell zum Golf 1 GTI und ja, da haben die Golffahrer auch sich anstrengen müssen. Ja, ganz schön sparsam geguckt an der Ampel, weil das Fahrzeug ist wesentlich leichter gewesen wie ein Golf und der Motor bis zum Gegner. Das ist korrekt, ja. 110 PS eben bei knapp 800 Kilo und dann die Turbo-Aufladung dazu, das macht Spaß, ja. Aber damals, ich sag's das einfach mal so, wie ich gefahren bin, erst kam nichts und dann habe ich auf einmal, wow, da ging das los. Man hatte die Turbos noch nicht so im Griff, weil die verstellbaren Rotorblätter und so, das gab's alles gar nicht. Da hatte man einen gewissen Druck geben müssen, den man erst bei 3000 Umdrehungen hatte und dann, ging das aber los, ne? Korrekt, ja. Vorher halt dieses berühmte Turboloch, wie man sagt. Und deswegen erst so, ja, wie schon gesagt, ab 3000 Touren ging es dann richtig vorwärts. Ich freue mich immer, wenn ich so charmante Leute am Mikro habe. Die Schlange wird mir länger. Viel Fahrt, viel gute Fahrt und natürlich auch viel Spaß mit dem Fahrzeug. Der hat auch natürlich einen Hammermotor unter der Haube. Und es ist immer noch so, dass dieses Fahrzeug einen ganz speziellen Status hat. Man muss also, wenn man American Muscle Cars, in Augenschein nimmt, immer kommt man nicht an einem Mustang vorbei. Das ist das Aushängeschild der American Driving, Fast Driving. Und hier einmal ein wunderschöner Fastback. Von der Linie gesteuert. Ja, da muss er natürlich auch viel Driving. Das ist natürlich auch ein Fahrzeug, das hat jahrelang hier wirklich einen Status gehabt, das ja einfach nicht kaufen können. Aber dann auf einmal kam eine Zeit, da standen die überall rum und man konnte auch in verschiedenen Filmen, wenn es darum ging, hochwertige Limousinen zu verschrotten, nahm man immer ein Jaguar, weil die konnte man für 800 D-Mark kaufen. Heute kannst du wirklich alles vergessen. Volker Mohr, eine Persönlichkeit, ein Mensch, der unglaubliche Ausstrahlung hat. Und das geht auch nicht. Man kann, wenn man so viele Leute wie du angestellt hast, man kann sich da auf Dauer nicht halten, wenn man Menschlichkeit, das Wort, nicht richtig buchstabieren kann. Also mir ist sofort aufgefallen, auch Leute kamen manchmal, während wir gesprochen haben, Herr Mohr, was ist hier und da, dann hast du kurz Anweisungen gegeben, aber alles mit einer unglaublichen, möchte ich mal sagen, Freundlichkeit. Du bist einfach ein freundlicher Mensch, ne? Naja, es geht ja auch mal aufs, so wie die Wiese in den Wald hineinruft, so schaltet es wieder raus. Ne? Ich habe ja auch viel mit freundlichen Menschen zu tun. Du gehörst hier dazu. Insofern gehen wir so. Klasse, mit dem Coupé, die viertürigen Limousinen, die standen damals an jeder Ecke rum, konnte man für 200-300 D-Mark kaufen. Aber ein Coupé war nie dabei. Hier sehen wir eins in der schönsten Form: die vom Banken. Viel Spaß mit der Startnummer 19. Das reicht, ja, Understatement muss man nicht unbedingt sagen dazu, aber es ist eben halt ein Auto, das fällt auf und wer so etwas besitzt, der kann sich ja wirklich darauf etwas einbilden. Das ist nämlich die Coupé-Version, die relativ selten zu sehen ist. So, jetzt sagt hier unser Staranwalt,
der auch Sie vor einer großen Gefängnisstrafe bewahren kann. Ja, zeige ich mir den Finger, das ist ganz gemein. Aber das ist natürlich ein Fahrzeug, der Jugendtraum damals. Man musste so ein Auto haben mit vierfach Solex oder Weber Vergaser, 40er Durchlass pro Zylinder. Das war schon damals wirklich eine Sensation, wenn man so etwas hatte und dann für den Straßenbetrieb auch noch nutzen konnte. So, jetzt haben wir eine kleine Pause wieder. Volker, es ist ja gewaltig. Also ich bin ja durch die verschiedenen Etagen und habe gesehen, es ist Wahnsinn, was für Angebotspalette. Also alles, was das Herz begehrt, wohlfühlend. Das ist das, ja, dein Sprichwort, ne? Naja, wohlfühlen. Also wir wollen natürlich, dass die Menschen, die hierher kommen, kompetente Sortimente finden, dass sie gut beraten werden, deshalb haben wir 285 Mitarbeiter, dass sie den Tag hier, das hat mir mal jemand gesagt, wie so einen Tag Urlaub genießen, dass sie dann noch einen Kaffee trinken können auf der Dachterrasse und so, dass sie einfach eine gute Zeit bei uns haben. Ja, dann gebt Gas. Ja, wunderschönes Auto. Wunderschön im Originalzustand belassen, das ist auch ganz wichtig. Aber er hat natürlich auch Rechtssteuerung und deshalb muss man immer einen ganz langen Hals machen, wenn man einen LKW überholen will. Ne? Nur auf der Landstraße. Nur auf der Landstraße. Ach, genau. Auf der Autobahn hat man natürlich volle Fahrt. Ja, aber wunderschön, diese Autos. Das ist immer super, weil man nur in strahlende Gesichter guckt, wenn diese tollen Autos hier vorbeifahren. Ganz besonders freue ich mich natürlich über die Prominenz, die heute hier ist. Einmal die Blütenkönigin, aber auch Egon Müller. Natürlich, herzlich willkommen. Genau, toll, dass ihr heute da seid. Also nochmal viel Spaß und einen schönen Sonnabend. Volker, so kommst du mir nicht weg. Entschuldigung, hast mir ja selber angeboten, nachdem wir uns ja 4 Stunden kennengelernt haben, in langen Gesprächen und durch sämtliche Galerien und überall haben wir gefilmt und so weiter. Und hinterher habe ich dir dann das gezeigt. Ich habe mich 4 Stunden hingesetzt am Computer und habe das zusammengestellt und dann hast du gesagt, ah, ich weiß nicht, und das gefällt mir nicht. Da habe ich ein bisschen doof geredet. Und guck mal, wie ich da schaue. Nimm das lieber wieder raus. Okay, das hat mir im Herz geblutet. Über 6000 Klicks hatten wir schon erreicht. Das wäre eine Werbung für dein Haus gewesen. Und weißt du, du brauchst dich hinter niemanden verstecken. Du hast schön gesprochen. Ich bin eben anspruchsvoll, nicht? Ja, du bist. Okay, alles klar. Aber das war nicht meine Schneidearbeit oder Filmarbeit, ne? Nein, nein, du hast das alles. Entschuldigung. Und vor allen Dingen, ja, könnt ihr auch immer applaudieren. Jetzt kommt natürlich die Liste. Ja, Lautstark, die Startnummer 16, Klaus Heinrich und Volker Rabe aus Mittelfeld. Mit dem ältesten Auto heute wahrscheinlich. Man muss sich vorstellen, das Auto fuhr damals schon, obwohl man nicht die Straßen dafür hatte, 160 km/h. Also ich konnte da nicht so schnell mitfahren. Aber damals gab es natürlich die Straßen auch nicht dafür. Aber unglaublicher Motor, 8 Liter, Hubraum, 220 PS hatte dieses Teil schon damals. Das war göttlich. Also unbezahlbar, muss man nicht verstehen. Gesehen, wie er am Steuerrad reißen muss, weil Servolenkung, das gab es überhaupt gar nicht damals. Fremdwort. Oh, jetzt haben wir oder Michael Wright aus Horneburg. TT. Ja, und TT heißt natürlich die Sportversion. Ich schaue mal da unten rein und sehe, wunderschön. Alles toll. Man hat ja damals, wenn die Motoren zu warm wurden, gerade die luftgekühlten Motoren, wenn der Kreislauf sich nicht richtig bei der Drehzahl entfalten kann, die Haube hinten aufgestellt und dann kriegt er noch mal ein bisschen Zusatzluft. Was war der Wunsch, so ein Auto zu besitzen? Von früher her. Unser Vater hat euch schon so einen. Und deswegen brauche ich auch einen. Was der Vater hat, muss der Sohn auch haben. Wünschen wir gute Reise, meine Damen und Herren. Und ich muss eine Station jetzt weiter. Nils wird jetzt weiterhin durchs Programm führen. Das ist ja auch ein Mensch, der auch ein bisschen was versteht von seinen Oldtimern hier. Die er vorstellt. Jens. Nils. Ja, Jens. Nils, Jens. Egon, dann weiterhin viel Spaß und viel Spaß beim nächsten Kontrollpunkt. Tschüss und vielen, vielen Dank und vielleicht ein kleiner Applaus für Egon oder ein großer. Oh, Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Ein tolles Publikum hier in Dolland. Wahnsinn. Dankeschön. So, und nochmal. Von der Links und jetzt kommen wir British Leyland Triumph, meine Damen und Herren. Ein wunderschönes Fahrzeug. Das hat natürlich etwas ganz Besonderes auf sich. Der Triumph Stack ist das. Hier in der Cabrio-Version. Relativ selten zu sehen in Europa, sind nicht mehr so viele davon unterwegs. Helmut Schröder und Dieter Breu.
sind damit unterwegs aus Hamburg. Wunderschönes Fahrzeug, habe ich auch schon bewundert, auf den Homburg Golf, überall habe ich das Teil gesehen. War dann auch mal zum Kauf angeboten, aber das weiß man nicht, wie das damals abgelaufen ist. Sowas verkauft man eigentlich nicht. Da kommt ja oft der Spruch so zum Tragen, wenn man gefragt wird, kann man das Auto kaufen, dann kommt der Spruch nur über meine Leiche. Also das heißt, wenn er dann tot ist, ja, dann können sich die Erben darüber streiten und das ist dann oft auch so der Fall. Mit der Startnummer 9 schicken wir die beiden jetzt auf die Reise mit diesem wunderschönen Triumph Stack. Das war ein 2x2-Sitzer Cabriolet. Stack heißt Hirsch, meine Damen und Herren, das muss man einfach wissen, denn die beiden gehen jetzt auf die Pirsch mit ihrem Hirsch. Genau. Wunderschön Rechtslenker, da muss man natürlich einen langen Hals haben, wenn man die Kurve einsehen will. Was soll denn, wenn man überholen will, muss man richtig einen langen Hals haben. So, ich starte mit das schönste Auto der Welt, hat diesen Preis bekommen mit der Startnummer 10. Das Fahrzeug ist ein 1221 Kubikzentimeter, 50 PS Motor, der sensationell schon damals 135 km/h schnell war. Und dieses Fahrzeug, meine Damen und Herren, wird pilotiert von, wie gesagt, Startnummer 10. Ja klar, Rainer Penning und Lützow Carsten. Genau, die gehen jetzt auf die Reise, wunderschön offen. Nächste Fahrzeug auch, da konnte man sehen, ja, was in Deutschland passiert. Da brauchte man richtig Schotter, um so ein Auto kaufen zu können. Das haben sich natürlich Rechtsanwälte, Ärzte, Schönheitschirurgen und natürlich Großindustrielle nur leisten können. Wenn die Frau dann eben, wie gesagt, damit zum Einkaufen gefahren ist. Meist war das Zweit- oder Drittfahrzeug damals schon. Ja, aber man musste ein richtiges Portemonnaie haben. Da hat man einen Sternbericht darüber geschrieben. Man musste damals ungefähr in den 70er Jahren schon 100.000 D-Mark im Jahr verdienen, um sich so ein Auto überhaupt leisten zu können. Wenn man den Average berechnet an Reparaturkosten, Instandsetzung, Wartung und so weiter. Also ich habe mir so einen nicht gekauft, weiß warum, aber da geht keine Anhängerkupplung an. Da hast du schlechte Karten gehabt, wenn du nichts ziehen konntest. Man hat ja auch gesagt, in der DDR damals Anhängerkupplung, kennst du die DDR-Anhängerkupplung, wie die heißt? Hamsterhaken. So, jetzt haben wir etwas ganz Wunderschönes hier aus Frankreich, hier etwas ganz, ganz Tolles, meine Damen und Herren. Und ein Renault, aber in der etwas anderen Ausführung, wie man ihn eigentlich kannte. Renault Caravelle Cabrio von Frank Dieckmann und Barbara Dieckmann pilotiert. Aus Neu-Wulmsdorf kommen sie. Ja, das ist natürlich etwas ganz Besonderes. Die Renaults, die waren ja damals auch unglaublich schlecht im Blech. Da haben die ja gerostet. Ich habe selber, mein zweites Auto war ein Renault Gordini. Und ich habe mir gleich zwei gekauft. Einen, da war der Motor gut, bei dem anderen war die Karosserie Schrott. Da habe ich aus zwei eingemacht. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich wollte einsteigen und das Trittbrett brach gleich ab. Also konnte ich gleich auf den Boden gucken. Vom Fahrersitz aus konnte ich auf den Fußboden schauen. Das Fahrzeug ist natürlich hier sensationell gewesen. Da hätte ich dir einen Vorschlag machen können. Kauf gleich drei. Ach ja, genau. Aber ich bin mit den zwei gut zurechtgekommen. Der eine hat einen sensationellen Motor, der andere war fertig. Jetzt kommt der. Man hört schon am Sound mit der Startnummer 13. Ich hoffe, dass ihn die 13 heute hier Glück bringt. Der ist nämlich mit dem Jaguar Mark II unterwegs. Und der Mark II, der ist mittlerweile so ein fast unbezahlbarer Klassiker geworden, dass man als ein Clubkamerad natürlich auch klar, der Charlie Schwer und hat Michael Wright mit auf dem Sitz. Das Fahrzeug ist natürlich etwas ganz Besonderes. Da hat es ja in den Jahren 60er, 70er Jahren, da standen die überall rum. Keiner wollte die haben, weil sie rosteten wie verrückt. Und man konnte keinen Schraubenschlüssel ansetzen, weil dieses englische Maß der Schrauben und so weiter war einfach nicht, man hatte das Werkzeug nicht. Man konnte nichts machen. Deshalb standen die Autos überall rum. Man konnte sie ganz billig kaufen. Ja, und das Schöne ist bei den beiden, speaking German and English. Ja, genau. Und ja, wunderbar anzusehen ist dieses Fahrzeug, weil es in einem Originalzustand belassen wurde. Man hat da keinen Schnickschnack gemacht. Alleine diese Speichenräder, wenn man die in dieser Qualität noch erleben möchte, das ist wahnsinnig, sowas überhaupt zu bekommen. Wenn, dann muss das komplett neu aufgespeichert werden. Wenn das eben halt Rost hat, gute Fahrt, die Startnummer 13, auch ein Rechtslenker, da muss man schon aufpassen, wenn man um die Linkskurve rumfährt oder wenn man überholen will, dann gibt es Probleme. So, die Startnummer 14 haben wir hier, Petra Cordes und Hannelore Böhmel. So,
zwei nette, schlanke Damen, die hier mit diesem Fahrzeug unterwegs sind, der Fiat 850T. Familiare hieß das Teil. Ich habe schön die Seiten, das ist der Dieter Köber, ja genau. Jetzt haben wir mit der Startnummer 7 einen wunderschönen Opel Rekord C-Coupé mit am Steuer Julia Kufus und natürlich Clemens Butzer. Genau, dieses Fahrzeug verließ 1968 das Fabrikgelände, hatte damals schon einen 75 PS Motor in der Coupé-Version. Da war man also richtig schon flott unterwegs auf der Autobahn, konnte man richtig mithalten mit den ganz großen, edlen Fahrzeugen. Und das war auch etwas ganz Besonderes, denn dieses Fahrzeug hat man damals nicht so oft gesehen als Coupé-Version. Als Limousine viertürig an jeder Ecke, aber nie als Coupé. Der beste Rechtsanwalt für Verkehrsfragen, und das ist eine ganz wichtige Geschichte, meine Damen und Herren. Glauben Sie mir eins, wenn Sie tatsächlich mal in Schwierigkeiten kommen, dann sind Sie bei Ihnen in den besten Händen bei Lorenz Pinnemeyer und Christine Reulicke. Da haben die ja natürlich einen wunderschönen NSU hier mitgebracht, der aus der Rennsportszene damals nicht wegzudenken war. Es war ja so, dass diese Fahrzeuge ja sensationell unterwegs waren, klein, leicht und luftgekühlt. Der Motor, Vierzylinder, und dann wurden die vier Vergaser angebaut, die ja mit getunten Nockenwellen und so weiter sensationelle Leistung auch erzielen. Lorenz Hünemeyer. Eins auf die Reise, und das ist natürlich ein wunderschöner Alfa Romeo Montreal, relativ selten geworden jetzt. Und da kommt natürlich dieser klassische Gangsterwagen aus Frankreich. Mit der Startnummer 2 ein wunderschöner Citroën. Der Michael Reit und Knut Kohne sitzen hier in dem Fahrzeug und werden gleich auf die Reise geschickt. Und ja, von unserer bezaubernden jungen Dame hier, die diese Startflagge zeigt. Sie wartet jetzt auf das Zeichen. Und dann wird sich dieses wunderschöne Fahrzeug, das aus vielen kriminellen Filmausschnitten immer wieder in Erinnerung gebracht wird, der Citroën, die Gangster-Limousine per Exzellenz. Was man in Amerika hatte mit den Chevrolets und so weiter, das ist hier in Europa der Citroën gewesen, der hier wunderschön in einem Originalzustand zu bewundern ist. Und da gehen die beiden auf die Reise. Richtig auch schön angezogen, ganz wunderbar, die Klamotten aus den Jahren. Ja, jetzt kommt etwas ganz Besonderes auf Sie zu, meine Damen und Herren. Die Startnummer 3 hier mit einem Daimler-Benz, ein wunderschönes Fahrzeug aus dem Jahr 1968 mit sensationellen, 53, genau. Der Michael Hanning hat das Fahrzeug mitgebracht mit Christoph Hanning, die beiden aus Bremerförde, mit dem Mercedes-Benz 81 Phantom W 120. Und das ist das Fahrzeug, was Sie auch oft überall auf unseren Flyern gesehen haben, der rot-weiße Mercedes. Ja, genau. Wer erinnert sich nicht daran an dieses wunderschöne Bild? Ja, da ging es natürlich langsam in der Nachkriegszeit los, dass die Leute anfingen, wieder Geld zu verdienen. Und dann musste man natürlich auch einen Daimler haben. Da hatte man dann in der ganzen Straße einen besonderen, ja, möchte ich mal sagen, Status erreicht. Und das zeigte man auch damals gerne, gerade eben halt, wie gesagt, in der Nachkriegszeit. Jetzt haben wir etwas ganz Besonderes. Das ist natürlich mit der Startnummer 4 ein Fahrzeug, hier gefahren von Volker Springmann und Liliana Springmann aus Hamburg. Die haben diesen wunderschönen Opel Capitaine, aber in einer Version, die nicht oft zu sehen ist, weltweit, an der Cabrio-Version. Da haben man ja wirklich für saubere Hand angelegt. Denn wer sich so etwas leisten konnte damals, der war schon irgendwo in einer Position, wo er, ja, wie gesagt, entweder Doktor war oder Bankdirektor oder dergleichen. Richtig gefilmt hier.
Das ist aber klar.